Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Lange habt ihr nichts von mir gehört, wie das Leben so spielt. Es passieren immer viele Dinge, hab nicht immer Zeit, aber ich muss zugeben, die letzte Zeit habe ich viel mit VR rumgespielt. Und wie ihr seht, ist das hier jetzt auch ein VR-Spiel und zwar Red Matter 2. Ist erschienen für alle möglichen Konsolen bzw. VR-Headsets. Ich spiele jetzt auf der Meta Quest 3. Ich habe in den letzten, um mal kurz das Jahr Revue passieren zu lassen, ich habe in den letzten Monaten viel an meinem Haus rumgewerkelt und zweitens habe ich jetzt sozusagen mich oder beziehungsweise für mich VR entdeckt, also Virtual Reality. Ich finde, das ist super cool. Es macht wirklich Laune und klar hat man hier und da ein paar grafische Abstriche, aber das empfindet man gar nicht so in der virtuellen Realität. Da ist das eher so, dass man richtig eintaucht. Also ich habe jetzt verschiedene Headsets ausprobiert und zwar habe ich gestartet tatsächlich mit der Pico 4. Die habe ich dann benutzt für PC-VR, was wirklich wunderbar lief und habe damit Half-Life Alyx gespielt. Fand ich genial, hat mir wirklich Spaß gemacht. Genau. Und dann habe ich für die PlayStation 5, habe ich mir dann das PSVR 2 geholt und muss zugeben, die Grafik ist bombastisch, die Spiele sind auch, teils kennt man die von anderen Systemen, einige auch neue, sehen super gut aus, macht richtig viel Laune, guck mal meine Hände, aber für mich ist es so, den Mehrwert brauchte ich und den habe ich bei der Meta Quest 3 gefunden. Für mich einmal sehr gut, da ich PC-VR-Spiele spielen kann. Da finde ich, reicht die Auflösung vollkommen. Kann man mit der 2 gar nicht vergleichen. Das hier ist wirklich nochmal ein Tickchen besser. Die Pico 4 hat schon echt, hat ja eine höhere Auflösung. Aber ich finde, das Klarheitsbild ist bei dieser Meta Quest 3 einfach besser. Also ich habe halt keinen Sweet Spot, der mich da irgendwie großartig suchen muss, sondern der ist einfach da. Genau. Aber ich will nicht lange schnacken, wir wollen ja auch spielen. Und zwar habe ich mir Red Matter 2 ausgesucht. Habe noch nicht gespielt. Habe es nur gesehen und wollte mal kaufen. Jetzt habe ich endlich beim MetaQuest Store sozusagen zugeschlagen, weil es im Angebot war über die Feiertage, beziehungsweise die letzten Tage. Und ja, wir fangen damit an. Das ist mein erstes VR-Spiel auf der MetaQuest 3. Nicht wundern, ich habe schon mal VR gespielt, eben auf dem PC. Deswegen ein bisschen kenne ich mich aus, aber jetzt auch nicht so die große Welt. Aber es gibt halt immer wieder neue Spiele. Und das reizt mich. Wir gehen ganz kurz in die Optionen, dann gucken wir mal an, vielleicht können wir die Sprache umstellen hier. Deutsche Texte. Ich mache mal die Untertitel an für euch. Untertitel Hintergrund machen wir auch mal an. Sprache, Texte, Deutsch, ja klar. Und Stimmen nehmen wir Englisch nicht, wir haben ja auch Deutsch. Nee, Espanol. Okay, nee, das bleibt also bei Englisch. Macht ja nichts. Was haben wir noch hier? Kontrollschema. Ah, okay. Einstellungen. Jetpack-Bewegung, geschmeidig drehen, geschmeidig sofort. Ja, okay, nein, der Snap, also okay, Snap ist für Leute, die es wirklich angehen mit VR. Da sollte man Snap machen, weil man schnell diese Motion Sickness bekommen kann, von denen wir mal reden. Das heißt, ihr bewegt euch, aber euer Körper bewegt sich ja eigentlich nicht, ihr steht ja nur. Und dadurch, dass ihr euch bewegt, gaukelt ihr den Körper bzw. eurem Gehirn vor, ihr bewegt euch, aber ihr bewegt euch ja gar nicht, weil ihr ja steht. Und deswegen ist das so, man kann das vergleichen mit so ein bisschen, ja, wenn einem schlecht wird auf dem Schiff. Deswegen, und dieses sofortige Snap bedeutet, wenn ich nach rechts gucke, dann macht er sofort so einen Blickwinkel, also einen Blickwechsel. So ungefähr um 45 Grad, zack, bin ich drüben, zack, bin ich wieder hier. Ist am Anfang sehr gut, würde ich auch nutzen, wenn man das erste Mal VR spielt, weil das wirklich erstmal ungewohnt sein kann. Aber ich kenne das jetzt langsam schon, deswegen wir lassen es mal geschmeidig. Drehgeschwindigkeit, oh, muss ich mal rausfinden, wie das ist. Gehgeschwindigkeit ist bei 200. Können wir vielleicht ein bisschen höher machen. Bloß nicht total langsam sind. Testen, wir müssen uns mal antesten, ich weiß es nicht. Ich spiele das Ganze im Sitzen gerade. Hier könnt ihr meine Bewegung, das ist meine Begrenzung, könnt ihr die sehen? Also nach vorne habe ich sehr viel Platz, aber an den Seiten, da wird es dann ein bisschen enger, wie ihr seht. Ich habe immer noch einen halben Meter nach links und rechts, ich habe also ein bisschen Platz, aber ich habe es einfach mal so eingestellt, dass ich nicht außerdem doch nochmal gegen die Wand balle, wenn ich mal in den roten Bereich reinkommen sollte. Gut, was haben wir mehr? Vignette brauchen wir eigentlich nicht. Die stellt man auch an, wenn man geht, dann wird sich, man müsst euch vorstellen, dass hier, wo meine Hände jetzt sind, so eine Umrandung um euren Kopf kommt, die verdunkelt. Die schirmt euch sozusagen von außen ein bisschen ab, dass ihr nur einen Tunnelblick habt. Hilft auch, dass das nicht ganz so schwierig ist,
diese Motion Sickness, also diese Sehkrankheit sozusagen, hier zu bekommen. Aber wir lassen das alles mal so. Ja, kann man einstellen beim Gehen, beim Drehen, beim Fliegen. Wir stellen die gar nicht ein. Wir versuchen es mal so. Wenn es mir schlecht werden sollte, kriegt ihr das mit. Und wir starten ein neues Spiel. So. Ich bin ein bisschen gespannt. So, wir sind mal gespannt hier. Das Ganze läuft jetzt über das Headset. Ups, das geht schon. Wake up. You can do this. I know you can. Open your eyes. Mal die Augen auf hier. Oh, hallöchen. I can't believe it worked. Sasha? Is that you? Are you all right? How do you feel? Of course. You may have trouble speaking for a while. I've had to transfer your mind into a different body. Was? It was our only shot at pulling you from the simulation safely. I know, but you have plenty of questions, and I'll tell you what I can. But first, let's get you out of here. Come on, we have to hurry. Okay, das sind meine Hände hier. Whoop. Beide Daumen hoch. Drehen mit dem rechten Stick. Drehen wir uns mal. Guck mal, jetzt können wir hier rausgehen. Okay. Ja, wie man sieht. Genau, das meine ich jetzt damit. Dieses Drehen hier, ich kann das ganz gut ab. Muss jeder für sich selbst wissen. Aber es gibt Menschen, die können es nicht so gut ab. Und dann macht das schon Sinn, diese Snap-Funktion zu haben. Muss ich zugeben, die ersten Male, wo ich gespielt habe bei Half-Life, war es sehr wehr. Und ich habe oft irgendwo gegengeballert mit den Händen. Habe teilweise auch eine Bierflasche runtergeworfen, weil ich dann dabei meinte, ich könnte trinken. Das klappte nicht. Ja, so. Wo ist mir hier drin? Passiert irgendwas? Nee. This is the Atlantic. Also wir können die Drehgeschwindigkeit, ich mache nur das Drehen mal ein bisschen. Drehen geschmeidig, Drehgeschwindigkeit, gehen wir mal ein bisschen runter. Nicht, weil es jetzt schlimm ist, aber ich finde, das sieht ja schön aus für euch dann auch, ne? Union's nicht ganz so schnell dreht, genau. Oh, don't worry. The body you're in belongs to the officer keeping you in custody. You're practically invisible. Just act normal and you won't attract unwanted attention. Okay. I should probably introduce myself. I'm an undercover operative here at this base. Natürlich bist du das. You can just call me Beta. Hallo Beta. After the Strelka N3 incident, the Atlantic Union captured and subjected you to an experimental procedure. A neural simulation created to extract information. Ach, guck mal, wenn ich dich herangehe. Jetzt dunkel. Ich gehe in diesen Kasten rein in den Kopf, deswegen. We'd have lost you. Lucky for you, the Cosmo Bureau entrusted me to help you escape. Just follow my instructions and we'll get you out of here in no time. Okay. Shh. Oh, sie ist weg. Wollte sie gerade so packen. Hutschen. Na gut, gehen wir weiter. Okay, also das ist also eine. Das ist eine Raumstation, wie man sieht. An dem Planeten, der sich da hinten auftut. Okay, first things first. Ja. You gotta dress the part. You're gonna need a vac suit to make it to the ship, docked just outside. Brauch einen Raumanzug, wo krieg ich den? Ein Raumanzug. Guck, ein Geräusch hinter mir. Was passiert da? Ah, guck mal, da kommt ein Raumanzug. Das ist doch cool. Den brauchen wir definitiv. Und hier eine Schleuse. Was ist das? Da können wir nicht raus. Wir brauchen aber erstmal einen Raumanzug, um rauszukommen. Hallöchen. So. Spiel wird gespeichert. Fits like a glove, huh? Ach, guck mal. You can operate the grippers by squeezing the triggers to grab and manipulate objects. Use them to open the sliding doors in front of you. Die Türen aufmachen? Ach, das kann ich hier mitmachen? Okay, warte mal. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr nicht im Stehen spielen wollt. Perfect. I'm trying to open the airlock from here, but the power's out. You'll need a fuse to fix it. Search the workspace on the lower deck. The engineers always leave spares lying around. Okay. Wenn ihr spielt. Oder steht. Im Stehen kann man sich oft verdrehen. Man kriegt das gar nicht mit. Man hat sich auch trotzdem gedreht um 180 Grad und man weiß es gar nicht, weil man ja kabellos ist. Ne? Aber ich habe gelernt, ich spiele jetzt viel im Sitzen. Ich habe am Anfang auch alles im Stehen gemacht, aber ich mache jetzt viel im Sitzen, weil es einfach einfacher ist. Aber wenn man im Sitzen spielt, dann nehmt euch einen Stuhl, der sich nicht bewegen kann. Also keinen Stuhl hier, kein Bürostuhl mit Rollen, denn auf den dreht man auch irgendwie so ein bisschen. Ich habe mir jetzt einen ganz normalen Stuhl genommen, der einfach nur vier Beine hat. Passt perfekt. Und man bewegt sich nicht. Das heißt, selbst man muss dann seinen Kopf bewegen oder eben den Joystick bewegen. Man kommt nämlich leicht in Versuchung, wenn man steht oder auch wenn man auf, so einem Bürostuhl, so einem Rollstuhl sitzt, hat man oft die Funktion, wenn man dreht da nicht, sondern versucht mit dem Körper zu drehen. Und dann dreht man ja so Unterkörper mit. Kann man beim festen Stuhl nicht. Macht für mich immer Sinn.
Bam. So, eine schöne Sicherung. Jetzt schaut euch mal diesen Detail gerade trotzdem an. Der ist schon ziemlich gut, ne? Muss man einfach mal sagen. Das sieht schon ziemlich gut aus alles. Gut, hier mal einpacken. Jetzt geht's auf. Raumanzug haben wir ja an. Das heißt, uns kann eigentlich nichts passieren. Okay, die Tür geht aber jetzt nicht auf. Warum nicht? Hinter mir ist cool. Ach so, hier so ein Kontamination. Wie heißt das? Kontaminationsraum, genau. Okay, das sieht schon gut aus. Okay, der Weltraum. Okay, this is a perfect chance for you to practice using your suit's built-in thrusters. Gib mir den Jetpack-Schub, bis du keine Energie mehr hast. Okay, das ist nicht viel Schub. Ach, okay. Während ich hochgehe, okay. Ah, okay. Do the same to get to the next one. This time you'll need to press the right stick to break mid-air. This will increase your precision. Ach so, ich kann bremsen in der Luft. Und runter. Ups. Oh, okay, cool. Warte, dann weiter geht's. Alright, easy does it. Okay. Your jetpack can make it. Trust me on this one. Um in der Luft zu bleiben. Just make sure you keep holding forward until you reach the other side. Laufen und Schub. Oh, der Schub hat dann aufgehört hier, wie man sieht. Aber ich glaube, wir. Oh, doch, schaffen wir locker. Gut. Good job. I'll open the storage unit. Für besseren Komfort passen Sie Jetbewegungen in Optionen. Okay, brauchen wir nicht. Ich fand das war ganz okay so. Ja, eine Schleuse zu. Ja, okay. You're probably still feeling a bit disoriented from the neural transfer. This might help jog your memory. All these items were recovered from Strelka N3 after the incident. They were used to recreate the simulation you were subjected to. Your suit features a built-in scanning tool. Okay. Press the face buttons on the left side to cycle between your different tools. Ah, okay, ich kann hier also damit Sachen scannen. Guck mal hier. Ach, das ist... Was ist das? Kännchen? Kann ich ihn scannen? Nee. Aber oh, ich kann das Brett scannen. Verstaubtes Schachbrett, ja, okay. Was ist das da? Stas Volkov, your closest friend back at Strelka N3. He was shot and gravely wounded. Then, after the incident, just nothing. Oh. No sign of him ever since. We fear the worst. Okay. Huch. Ach so, setzt man sich hin. Stick nach unten und dann setzt sich hin. Okay. Kann ich es hochheben hier? Ja. Ja. Oh, gut getroffen, ne? Aber ganz ehrlich, das sieht ja schon aus. Weil das ist ganz dicht dran, damit ihr es auch sehen könnt. Das sieht schon aus wie gedruckt. Also, man sieht da, ist schon eine echt feine Textur. Klar, es ist flach, ne? Gut aus. Krass. Gut. Gibt es mehr Daten? Da blinkt auch was. Sollen wir schon auch angucken. Sasha Riss, your true identity. They led you to believe you were someone else in order to increase the simulation's chance of success. Ach, guck mal, das bin ich. Aber man kann mich nicht sehen. Das ist das von da drüben, ne? Aber hier kann man nicht schnell was drauf, ne? Okay. Hallöchen. Also man kann hier auch alles bewegen, ne? Schau dir das mal an hier, man kann ja alles greifen. Das kommt bestimmt auch noch so ein geiles Force-Feedback, wenn du irgendwas greifst, so, weißt du? Das wäre schon ganz geil. Okay. Was ist das hier? Was ist denn? Ach so, das ist wahrscheinlich der Planet hier, wo ich drauf bin. Hm. Oh, da kann ich es hoch holen. Ach, guck mal, hier sind wir alle drauf. Warte mal. Ich stimme das mal. The full Strelka N3 crew. You were a small but proficient team. Ja. Die ist ganz hübsch da hier vorne. Ja, die hier, oder? Die da? Die ist ganz hübsch. Oh, weg damit. Hier steht auch noch was. Okay, was ist das? So scannen, ne? Ja. The red matter. Very little is known about this substance. It was the spark that triggered the Strelka N3 incident. Okay. Was ist noch was? Das ist dann wahrscheinlich die Tante da. Irina Sarova, Strelka N3's resident biologist. She was killed shortly before the incident took place. Irina and Stas were romantically involved. Okay.
That sound. Weird. There shouldn't be anything still operational around here. Sasha, see if you can find out where it's coming from. Guck's Piepen her. Von rechts. Da. Ah, guck mal, das Gerät blinkt. A long-range transmission terminal. Looks like it's picking up an incoming signal. How is that even possible? Use the right gripper to detach the interface tool on the left side. Once detached, connect it to the terminal's access port. Wo hat der denn so einen Access Port? Da ist nichts. Warte mal. Kann ich das Schild hier wegnehmen? Ah, da, okay. Klick. Versuche Systemzugriff. Ignorieren, blockieren. Okay. Ein Schlüsselsignal. Stars Volkov. It's him. Sasha, you're talking. It's Stars. It's Stars. Stars Volkov, your teammate from N3, your friend? That's not possible. He was presumed dead. He is not. It's a distress signal. His ID is encoded in the message. Ah, okay. That's great news. Okay, let's locate that signal. Ist auch ganz geil, was mit dem Dings hier. Wenn man ganz dicht rangeht, könnt ihr sogar die kleinen Kratzer hier erkennen, seht ihr? Das ist schon ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Achso, X drücken. Lokalisiere Signalquelle. Also okay, meine Handgelenke kann ich natürlich drehen. Wie so bescheuert da, wie man sieht. Aber auch da, guck mal, die ganze Naht und auch die feine Struktur von den Klamotten und alles. Das ist schon ziemlich cool. Und wir reden jetzt ja von einem. Oh, was sagt sie? Wait, me? Shouldn't the Cosmo Bureau be handling this? No, they'd never make it in time. You know him better than anyone else. So, you're our best shot. I'm uploading the coordinates to the shuttle's navigation system. It'll be ready when you are. Achso, das kann ich rausnehmen. Klack. Also, es sieht schon echt geil aus. Also, muss man sagen. Und wir reden ja immer noch von einer... auch von einem Standalone-Gerät. Ne? Ich bin jetzt nicht am PC angeschlossen in dem Sinne. Das ist jetzt das Spiel auf der Quest selber. Das sieht auch schon echt gut aus. Was haben wir überhaupt hier längs? Ich glaube schon, sie hat die Tür aufgemacht, ne? Hinter ist rechtlich verstaut. Guck mal. Guck mal. Ach, von hinten raus. Was ist jetzt los? Ah. Eagle 1. Kann ich den scannen? Eagle 1 unionistisches Design für kurze Einpilot-Einsätze. Okay. Auch hier, ne? Die hat schon bestimmt das mitgemacht. Wenn man ganz dicht dran geht, sieht man, dass es nicht so fein aufgelöst ist. Understood, Beta. Thanks for getting me out of here. Hey, just another day on the job, right? Safe travels, Sasha. Kann ich da rausgucken? Flight plan loaded. Ah, dann wird's einfach nur schwarz. Optimal route calculation completed. Gut. Initiating startup sequence. Ja, fang mal an da. Engine parameters. Oh, jetzt geht's los. Er hat die Tür zum Beispiel. Ah, ist raus. Nominal. All checks completed. Okay. Lift off in 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Tatsächlich. Das scheint alles. Fliegen wir jetzt hin? Also, so stelle ich mir einen Mond vor, zum Beispiel. Einfach nur die Steine und es gibt Kühe zu. Was ist das denn? Hm? Okay, wahrscheinlich kommen wir in ein neues Gebiet jetzt. Spiel wird gespeichert. Oh, cool. Oh. Sasha? Ja? Do you read? Ja. I see you're approaching Tosca Station. Guck mal, da komme ich. Looks that way. What can you tell me about the place? Und dann fliegt er wahrscheinlich da runter zu der Platte, ne? Scientific research facility orbiting Saturn. Sieht aus wie ein Meteor, okay. Ne? But why would Stars go there? Well, according to his file, before being transferred to Strelka N3, Stars was first stationed at Tosca. It's where he and Arena both met.
He supervised base operations and assisted with Project Lazarus. Project Lazarus? It was Zarina's project. It's the main reason the place was built. I'd love to tell you more about it, but I'm not authorized to access that data. Okay. Don't worry about it. We'll find some answers soon enough. Okay. Oh, proximity alert. Approaching destination. Ach, was geht's auf? Initiating deceleration sequence. Thrusters ready. Das sieht ja auch main ganz cool aus. So die, ready. So Milchstraßen müssen, oder? Ready. All checks completed. Wo sollen wir hin? Here we go. Da drüben, warte mal. You nervous? I've never done this before. Don't worry. Ach, guck mal. It's all automated. Just guck mal, enjoy ja. The ride. Ich kann raus aus dem Glas. Link established. Calculating approach vectors. Ja, ist klar, dass es nicht anders geht, ne? Das ist natürlich schade, dann hätte man, aber dann würden die Arme ja so abgeklickt sein. Das würde ja auch bescheuert aussehen. Okay. Das ist schon ziemlich cool. Alter, guck dir mal diesen riesengroßen Felsen an. Also so ein Löcher. Da sind Scheiben vor, okay. Das sieht aus wie ein Löcher. So, dann mach mal auf hier. Klopf, klopf, klopf. Ach, guck mal, see? Told you it'd be a piece of cake. Okay. Wow. Oh, da muss man. Oh, da kann ich aber. Da wird dir aber schon schwindelig ein bisschen. Guck mal runter. Eieieiei. Eieieiei. Okay. That's gotta be Stars' shuttle. Oh, it is. Kann man da reingehen? Yes. The ship is still broadcasting the distress signal. Schwer beschädigt. Okay. Empty. Hauptantwort. Main power is out and systems are damaged beyond repair. This thing hasn't flown in a while. Huh. That checks out with the transmission delay. Okay. Da oben sind so Fächer. Okay, okay, da kann ich dir anfassen. Ich krieg nicht auf. Okay. Gut, dann gehen wir mal raus. Heieiei, ist das groß. Alter Schwede. Das sieht schon beeindruckend aus. Muss man einfach mal sagen. Ah, so, das Problem, man kann das nicht richtig zeigen, weil so flach kommt das wahrscheinlich nicht so gut rüber. Hier ist ein Schalter, aber guck mal, was das Ding sagt. Willkommen in der Tosca-Station. Bitte unter den Knopf drücken, um die Tür zu öffnen. Das ist ja easy. Klack. Okay, wäre auch zu easy gewesen. Access terminal is working, but the entrance is locked. The doors won't open. Could Stars have done this? Zugang verweigert. There must be a way to unlock them. Kann man die gleich hier irgendwie aufmachen, die Tür? Fassen und aufdrehen? Aufdrücken? Okay, lass uns mal gucken. Hier ist das Terminal. Kommt von da hinten vielleicht? Kann auch ein bisschen laufen, wenn man sieht. Kommt man hier runter irgendwie? Da ist so ein. Ah, warte mal, ich kann nicht runter. Oh nein, nein, nein! Ich fahr gleich runter. Nein, nein, nein. Oh! Alter, ich wäre fast runtergefallen in den Weltraum rein. Achso, da komme ich mir nach oben wieder. Okay, das war nicht. Was ist das hier? Achso, dann kann ich wiederholen, okay. Da muss ich wahrscheinlich rüber, ne? Ah, okay. Ein kleines bisschen Jump'n'Run hier. So. Oh. Okay. Gut, da ist so ein. Da ist so ein Ding. Kann man aufmachen? Nee, was ist denn das? Objektanalyse. Wartungspanel, elektronische Sperre aktiv. Elektronische Sperre aktiv. Was ist das hier? Ah, okay, da können wir wahrscheinlich unser Nupsi wieder reinstecken. Verbindung hergestellt. X drücken, um Hacking-Sequenz zu aktivieren. Hacken wir doch mal. Finde die richtige Position im 3D-Raum. Die piepsende Frequenz nimmt zu, je näher du kommst. Was soll ich machen? Ich kann damit nicht rumlaufen. Ich kann mich nicht bewegen. Gibt aber nichts.
Ach so, nimm den Holozeiger. Ah, ach, guck mal. Ach, der vibriert und blinkt, wenn man dich daran kommt. Ah, das ist ja cool. Auch ein bisschen was von hier Half-Life. Beta, Vlad is sending me a message. The Virtual Logic Assistance Drive? It's gotta be tapping into my suit systems via the access port. Sei gegrüßt, Fremder. Wie ich sehe, versuchst du auf die unanständige Art und Weise hereinzukommen. Wie bitte? Hat man dir nicht beigebracht, nicht an die KI-Sicherheitsprotokolle herumzuspielen? Bitte hör auf damit. Ach komm, ist blau geworden. Okay, was ist das? Haupteingangstür verschlossen, ja, das weiß ich. Kann man drücken? Einlassprotokoll deaktiviert. Was ist das da? Einlassprotokoll aktiv. Was ist das? Handradanker. Ach, da muss doch schon irgendwas ran. Da muss irgendwas ran. Das sind Kisten. Ist da in Kisten was drin? Kann man die aufmachen? Ne, die kann man nicht aufmachen. Man kann die nur hochheben. Okay. Hier was drin in den Kisten? Irgendwas dazwischen vielleicht? Kann die nicht aufmachen, leider. Ah, King Kong. Ich trage immer so riesen Kisten weg. Da. Was? Cool. Das ging, wie ging das denn? Das Ding war doch eigentlich hier dran, ne? Na gut. So geht's auch anscheinend. Halte das Objekt an. Na, okay. Das geht da ran. Und jetzt? Ach, drehen wir schon, ne? Ach, guck mal. Hier rechts, da dreht sich das. Ach. Oh. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Oh. Spiel wird gespeichert. Okay, dann wird die Tür wahrscheinlich jetzt oben auf sein, ne? Dann müssen wir nach oben. Da müssen wir eine Fahrspur hoch, ne? Hoch geht's. Schon ganz cool, wenn wir fliegen hier. So. Und hier geht jetzt hoch. Hoch. Ja, es sind einfache Texturen, das gebe ich zu. Aber zur Weltraumatmosphäre passt das ganz gut, finde ich. Und man muss sich immer noch vorstellen, dass es ja wirklich so nicht viel mehr Power drin als in einem Handy, ne? They keep it hidden. Space is vast, Sasha. If you're not looking for it, you'll never find it. Hm, da hat sie wahrscheinlich recht. So, jetzt mal draufdrücken. Bam. Worked. Excellent. Tür dreht, okay. Let's get inside. Mal rein da. Okay. Hier ist doch gar nichts. Achso, muss man hier erstmal zumachen und dann wieder nicht kontaminieren. Da macht das wieder Qualm. Ach guck mal, das fängt sogar an hier zu beschlagen, meine. Merkt ihr das, meine Scheiben? What is going on? Are you okay? Yeah, it's nothing. Das ist schon wieder witzig. I'm fine. Na, mal kurz warten hier, glaube ich. Jetzt auch. Wie gesagt, falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Werden definitiv mehr VR-Spiele kommen jetzt. Aber natürlich auch wieder Nintendo und alle anderen Sachen. Aber erstmal VR. Hm, was ist da? Cool, das Ding guckt mich an, wenn ich hier hingehe. Huh. Sei gegrüßt, unbekannter Eindringling. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wagst, hierher aufzutauchen. Steht da? Halte das Objekt nah an da. Ah, okay. Da ist noch ein Zettel. Offensichtlich habe ich mich geirrt. Was kann ich hier entscannen? Deine Anwesenheit ist hier nicht erwünscht. Bitte drehe um und verlasse sofort das Gebäude. Okay. Witzig. Das machen wir natürlich nicht. Gehen erstmal hier rum.
Und hier ist eine Tür. Oh, eine Nachricht. Ach, wem will ich etwas vormachen? Das System ist jetzt schon seit Wochen offline. In letzter Zeit ging die Pflege und Wartung der Station, die sie einst genießen konnte, gegen null. Aha. Cool aus. So, der Knopf sieht aus, als ob er aufgehen würde. Ah. Oh! Ach, na, okay. Ja. Das Ganze hat was. Sieht schon gut aus, ne? Wo ist hier denn? Badezimmer. Ein Stück Seife. Ich bück mich natürlich nicht nach der Seife, ich heb's auch so auf. Oh, da steht was drauf. Ein Stück Seife. Immer daran denken, wenn man nicht mindestens einmal pro Woche duscht, erfüllt man seine Pflicht als Volgravianer nicht. Also da steht was drauf. Gut. Ist hier drin was drin? Ne? Waschmaschine. Bügeleisen. Das ist schon abgefahren. Ein Anzug, ja? Wem gehört der Anzug? Was? Volgravianischer Raumanzug von Martin Poliakov. Was ist das? Raumanzug. Das Abzeichen fehlt. Ach, okay. Und hier? Ist keiner. Könnt ihr mich reinstellen? Wie sieht das? Nee. Fühlst du dich würdig, dich der volgranischen Elite anzuschließen? Verpflichte dich jetzt und mach dein Mutterland stolz. Okay. Oh, hier sind ein paar Türen. Okay. So, was ist da drin? Polyakov? How the hell did that worm ever get posted at Tosca? Oh, I never liked him. Something about him just always felt off. Sasha, scan Polyakov's ID key card to load his credentials into your suit's memory bank. Okay, was ist das eine Karte da? Wahrscheinlich, ne? Wie soll ich scannen? Erfassen des Sicherheitscodes. Sicherheitscode erhalten von Polyakov. Kann ich da noch reinschauen? Nehmen wir mit. Das hier. Ein stolzer Moment für einen stolzen Mann. Okay. Was ist das für ein? Ihr schwärzer Bericht, Potenzial, vielversprechend anderswo. Noch mehr Berichte. Geschwärzter Bericht. Forschung, bescheidene Fortschritte. Ist alles gestrichen. Der Bericht Lazarus, rote Materie. Ist doch auch immer Quatsch, dass zwei, drei Wörter nicht gestrichen sind, oder? Das ist doch irgendwie Quatsch. Hier was drin? Oh, hier ist wieder ein Bild von den beiden. Polyakov geht mir jetzt schon auf die Nerven. Außerdem weiß ich nicht, wozu er das Kommunikationsrelais überhaupt braucht. Oh nein! Okay, kaputt. Da. Ich will das vorhin auch gesehen haben. Zumachen. Noch eine? Es tut mir leid, es ist mir so in letzter Zeit okay. Vater und Sohn verewigte Erinnerungen an eine glückliche Vergangenheit. Schachbrett? Nichts drin. Da ist ein. Da ist irgendwas dahinter. Guck mal hier, das ist ein. Was ist das? Eine Batterie. Die nehmen wir mal mit. So, jetzt haben wir zwei Sachen. Okay. Mehr wüsste ich jetzt gar nicht, was wir machen können. So, nächste Tür. Hier ist noch eine Tür. Da komme ich nicht durch, glaube ich. Sieht blockiert aus. Geht dramatisch auf hier. Okay. Ja, wie kann man das hier machen? Hier liegen ein paar Sachen rum. Hier ist ein Plan. Oh, guck mal rauf. Die Pläne des Frachtraums und die aktuelle Anordnung der Container. Jemand musste auf die andere Seite gelangen und hat einen Weg markiert. Okay, lass uns mal angucken, den Plan. Kann man sehen, wo man ist hier? Ne, Stift nur weg. Oh, hier, eine Fantasin. Geht aber nicht kaputt. Okay, da drüben. Oh, hier ein Hammer.
Was ist das hier alles? Zugangsterminal Rahmen. Was ist das? Zugangsterminal Scanmodul. Okay. Hier ist drin. Flutlichtständer. Kann Deckel wegmachen hier? Okay. Kann man die aufmachen? Den kann man nicht aufmachen. Aber der oben drauf ist vielleicht. Kann man den erstmal wegmachen? Ne, geht nicht auf. Schade, schade. Gut. Da waren wir drinne. Von da kommen wir, glaube ich, ne? Nee, kommt von da hinten, ne? Peter, this terminal has been taken apart. Great. Do you think you can fix it? Maybe, yeah. Oh. Some components look damaged. Others are missing altogether. I'll see what I can do. Okay, da muss irgendwas ran. Vielleicht finden wir die Sachen da. Da vorne lag ja etwas von so einem Terminal-Kram. Gucken wir mal. Guck mal hier. Ja, okay. Das ist das, wird da rangesetzt. Dann geht der doch bestimmt auch da irgendwie ran, ne? Da unten ist der Rettet dran. Okay. Perfekt. Jetzt hab ich ja ran. Perfekt. Es fehlt das da. Guck mal hier. Der war zu kaputt, glaube ich, ne? Ja, da brauchen wir wahrscheinlich einen. Da brauchen wir wahrscheinlich einen heilen. Okay. Gucken wir, ob wir einen heilen finden. Hier vielleicht irgendwie. Hier lagen ja auch die anderen Sachen. Da liegt auch was. Was ist das? Okay, das ist eine Aufbauanleitung. Da ist die Batterie. Die habe ich doch dabei. Da unten, das Ding. Die muss da rein, die Batterie. Die muss da rein, die Batterie. Mann, da muss ich hingehen. So. Das ist ja geil. Okay, warte. Wo ist die Batterie hin? Warte. Perfekt. Und jetzt? Okay, jetzt leuchtet das. Aber wir können nichts scannen. Wir brauchen immer noch einen Bildschirm. Guck mal weiter hier. Da war die Anleitung. Fehlt da noch irgendwas bei der Anleitung? Warte mal. Fehlt da noch irgendwas drauf, was hier fehlt? Rahmen, Scanmodul, Batterie und Bildschirm. Da ist ein Bildschirm. Ah. Bam. Okay. Hier durch. Sorry, ich muss durch, bin Arzt. Okay. Er scannt. Es funktioniert! Wie cool! Ich bin begeistert, ne? Ich bin echt begeistert, so. Good as new. Great. Now, scan the terminal sensor to load Polyakov's ID credentials. Okay. Way to go, Sasha. Let's keep it up. Okay. Geht's woanders hin. Achso, das ist wieder so ein Raum wahrscheinlich, wo ich vorher. Oh, was ist hier passiert? Was geht denn hier ab? Hallöchen. Ein Erlöser. Okay. Das ist ein Labor. What's wrong? Blood stains. Okay. Must be from stars. I'll have a look around. Eingetrocknete Blutflecken. Okay, mal gucken. Was ist da denn? Eine Patronenhülse. Okay. Da ist ein Ding. Hier, pass auf. Ah, man. Port offline, kein Strom. Kein Strom, warte mal. Strom. Warte mal, das Kabel. Da oben links, da links, da. Da hinter der Wand. Wird behaupten, ich muss diesen Wagen zur Seite schieben. Jetzt müssen wir hier den Lauf machen, ne? Ja.
Ah, okay. Kleines Rätsel. Also ganz simpel, glaube ich. Aber weiß ich nicht, aber der Strom muss darüber. Gut. Wie bei Labyrinth-Spielen fängt man eigentlich immer hinten an, ne? Wir drehen den hin. Also man kann ja sehen, der kann ja nur gerade gemacht werden, um Strom zu bekommen, sieht man ja da. Und der geht ja auch nicht anders, der kann auch nur so sein. Der nächste kann dann auch nur so sein, weil er ja nicht anders regnet, sonst kommt er da nicht ran. Und dieser hier kann auch nur so sein. Das heißt, dieser muss auf jeden Fall so sein. Also wenn man so rückwärts geht, ne? Das ist jetzt Reverse Engineering. Gut, das heißt, die sind so. Der kann auf jeden Fall schon. Der muss auch so sein, der kann nicht sein, weil der braucht die Verbindung dazu. Das heißt, ah ne, es ist ein Dreier. Okay, dann könnten wir auch so hinstellen. Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können da weitergehen oder da weitergehen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde behaupten, wir müssen den so drehen, weil da würde er ins Leere laufen. Den können wir auch nicht drehen. Der geht nach oben. Vielleicht können wir den. Oder das macht so. Warte mal. So, der geht nach oben. Ah ja, okay, war das, glaube ich, das Ding dran oder so. Das drehen wir so. Perfekt. Alles leuchtet. Müsste der Strom da sein, ne? Lass mal gucken gehen. Sieh, die Lampe leuchtet. Okay. Versuch es mehr. Na, guck mal, Datei 1. Okay, fehlerhaft. Fehlerhafte Datei. Ja, toll. Oh, guck mal. Was macht er? Wird operiert? Ach, der hat da sich eine Kugel entfernt. The machine was able to extract the bullet and his condition looks stable. Ah, okay. I'm glad to hear he's okay. Gut. Don't worry, Sasha. We'll find him. Okay, wir müssen in die Richtung, ist der Gang, dann gehen wir auch da links. Schauen wir, wo wir landen. Interface Werkzeug verstaut. Jetzt ist zu. Das ist schon echt gut gemacht alles, ne? Also ist so ein bisschen Rätsel, so ein bisschen Myst-like auch, ne? Nicht schlecht. Oh, das mag ich. So, weiter geht's. Ja, die sieht auch abwechslungsreich aus, die Statue. Habt ihr gesehen, da oben die Textur, die ist erst im letzten Moment, hat die sich erst manifestiert sozusagen. Naja, nehmen wir noch. Ach, guck mal, hier können wir rein. Eingehende Nachricht. Es tut mir schrecklich leid, Eindringling, aber die Tür ist zurzeit verschlossen. Es gibt keine Möglichkeit voranzukommen. Siehst du den Netzhautscanner? Nur autorisierten Personal ist der Zutritt erlaubt. So ein Pech. Es hat bis jetzt viel Spaß gemacht. Schade, dass du nun gehen musst. Lass dich auf dem Weg nach draußen nicht von der Luftschleuse zerquetschen. Hm. Krass, guck mal, das Gehirn, den geht mit. Okay. Gut. Scannt das? Biometrische Netzhautscanner. Geht nicht, okay. Dann gehen wir in die Richtung hier. Irgendwas werden wir schon rausfinden, wie wir das machen können. Oh Gott, wir wegen. Beta. Is that the same red matter we found on Strelkan 3? It's the same, all right. Arena's project has got to be related to the red matter. That's what they were researching. For what purpose? What did she want to achieve? Not a clue, but we may be able to find out. Oh my. Die Schriftrollen und die Weizenkrone. Das Emblem von Tosca. Okay. Geh mal rein, geh mal rein. Ach, schon wieder so ein Scanner hier. Ja, dann scanne ich nochmal durch. Vielleicht kontrolliert er auch, ob man Waffen hat oder sowas. Weiß man ja nicht. Das hier scheint mein Leben zu sein. Sieht so aus, ne? Das nenne ich mal ein Labor. Das gerade eben war kein Labor. Das ist ein Labor. Gut. Aber ich denke, das würde ab hier jetzt auch Sinn machen, eine Pause einzulegen. Ich danke euch vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, ihr hattet Spaß und habt Lust, beim nächsten Mal wieder zuzuschauen. Ich würde mich freuen. Viel Spaß bis dahin und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.